Albert Einstein war ein kluger Mann. Heute lese ich einen Brief von ihm vor und ob der Inhalt wirklich von ihm ist und was genau darin steht, das erfährst du jetzt. Hallo und willkommen bei Devil, deinem Life Coach hier auf YouTube. Ich habe einen kleinen Brief entdeckt im Internet, der angeblich von Albert Einstein ist. Ich habe dazu ein bisschen recherchiert, habe nicht wirklich Quellenangaben gefunden, die das wirklich stützen, dass dieser Brief von ihm ist. Aber wir werden das Ganze einfach mal vorlesen und der Inhalt ist einfach sehr toll. Ich wünsche mir einfach, dass es wirklich von ihm ist. Wenn dieser Brief nicht von ihm ist und es ihm einfach nur in den Mund gelegt wurde und hier eine Fake-Story entstanden ist, dann ist es relativ egal. Denn dieser Brief ist einfach wundervoll und ich möchte ihn einfach mit euch teilen. Deswegen lese ich das jetzt einfach mal vor. Also, erst einmal die Grundstory. Ende der 80er Jahre übergab Albert Einsteins verlorene Tochter Liesel 1400 Briefe ihres Vaters an die Hebrew University unter der Bedingung, diese frühestens 20 Jahre nach ihrem Tod zu veröffentlichen. Dies ist ein Auszug aus einem Brief. Als ich die Relativitätstheorie vorschlug, verstanden mich nur sehr wenige. Und was ich dir jetzt zeigen werde, um es der Menschheit zu übertragen, wird auch auf Missverständnisse und Vorurteile in der Welt stoßen. Ich bitte dich dennoch, dass du es die ganze Zeit, die notwendig ist, beschützt, Jahre, Jahrzehnte, bis die Gesellschaft fortgeschritten genug ist, um das, was ich dir als nächstes erklären werde, zu akzeptieren. Es gibt eine extrem starke Kraft, für die die Wissenschaft bisher noch keine formelle Erklärung gefunden hat. Es ist eine Kraft, die alle anderen beinhaltet und regelt und die sogar hinter jedem Phänomen ist, das im Universum tätig ist und dennoch nicht von uns identifiziert wurde. Diese universelle Kraft ist Liebe. Wenn die Wissenschaftler nach einer einheitlichen Theorie des Universums suchten, vergaßen sie die unsichtbare und mächtigste aller Kräfte. Liebe ist Licht. Da sie denjenigen, der sie gibt und empfängt, beleuchtet. Liebe ist Schwerkraft, weil sie einige Leute dazu bringt, sich zu anderen hingezogen zu fühlen. Liebe ist Macht, weil sie das Beste, was wir haben, vermehrt und nicht zulässt, dass die Menschheit durch ihren blinden Egoismus ausgelöscht wird. Liebe zeigt und offenbart. Durch die Liebe lebt und stirbt man. Liebe ist Gott und Gott ist die Liebe. Diese Kraft erklärt alles und gibt dem Leben einen Sinn in Großbuchstaben. Dies ist die Variable, die wir lange ignoriert haben. Vielleicht, weil wir von der Liebe Angst haben, weil es die einzige Macht im Universum ist, die der Mensch nicht gelernt hat, nach seinem Willen zu steuern. Um die Liebe sichtbar zu machen, habe ich einen einfachen Austausch in meiner berühmten Gleichung gemacht. Wenn wir anstelle von E gleich mc Quadrat zu akzeptieren, die Energie akzeptieren, um die Welt durch Liebe zu heilen, kann man durch die Liebe multipliziert mal der Lichtgeschwindigkeit hoch Quadrat zu dem Schluss kommen, dass die Liebe die mächtigste Kraft ist, die es gibt, weil sie keine Grenzen hat. Nach dem Scheitern der Menschheit in der Nutzung und Kontrolle der anderen Kräfte des Universums, die sich gegen uns gewendet haben, ist es unerlässlich, dass wir uns von einer anderen Art von Energie ernähren. Wenn wir wollen, dass unsere Art überleben soll, wenn wir einen Sinn im Leben finden wollen, wenn wir die Welt und alle fühlenden Wesen, die sie bewohnen, retten wollen, ist die Liebe die einzige und letzte Antwort. Vielleicht sind wir noch nicht bereit, eine Bombe der Liebe zu machen. Ein Artefakt, das mächtig genug ist, den gesamten Hass, Selbstsucht und Gier, die den Planeten plagen, zu zerstören.
Allerdings trägt jeder Einzelne in sich einen kleinen, leistungsstarken Generator der Liebe, deren Energie darauf wartet, befreit zu werden. Wenn wir lernen, liebe Liesel, diese universelle Energie zu geben und zu empfangen, werden wir herausfinden, dass die Liebe alles überwindet, alles transzendiert und alles kann. Denn die Liebe ist die Quintessenz des Lebens. Ich bedauere zutiefst, nicht in der Lage gewesen zu sein, um das auszudrücken, was mein Herz enthält, das leise mein ganzes Leben für dich geschlagen hat. Vielleicht ist es zu spät, mich zu entschuldigen, aber da die Zeit relativ ist, muss ich dir sagen, dass ich dich liebe und dass ich dank dir bis zur letzten Antwort gekommen bin. Ja, ich würde sagen, das war wirklich ein schöner Brief. Die Frage, ob dieser Brief nun wirklich ein Brief von Albert Einstein an seine Tochter ist oder nicht, ist völlig irrelevant. Denn die Kernaussage ist einfach wunderbar. Und es gibt vieles auf der Welt, was mich selber ärgert, was mich aufregt, was ich dann in den Nachrichten beobachte und was mich einfach wütend und traurig macht. All diese Kriege, all diese Ungerechtigkeit, dass Menschen noch auf der Welt verhungern, dass Menschen ausgebeutet werden, moderne Sklaverei. So viele Dinge machen mich unglaublich wütend und lassen mich auch in den Menschen viel Böses und Negatives sehen. Aber die Liebe gibt mir immer wieder Hoffnung, dass ich sage, hey, jeder von uns will doch geliebt werden, jeder von uns will Liebe schenken und geben. Und das ist einfach so etwas Starkes und Wundervolles, im Menschen gibt. Das gibt mir Hoffnung, das gibt mir ein gutes Gefühl und deswegen blicke ich positiv in die Zukunft. Und das vermittelt dieser Brief und das finde ich super. Schreibt mir doch mal bitte unter die Videokommentare, wie ihr diesen Brief fandet und was euch das Ganze gegeben hat, was ihr darüber denkt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Love, Peace and Rock'n'Roll. Bis dann. Ciao.